So, im Viertel nach sieben. Oh Mann. Mal ganz kurz AC anwerfen. Das klingt so professionell, ne? Wenn man Animal Crossing mit AC abkürzt. So. Hier kommt die ganze Post. Die ganzen Bestellungen. Und die Ash, was hat sie dann? 16.000 Punkte. Ja, das kommt jetzt wahrscheinlich wegen dem hoffentlich doch passenden Teppich mit Tapete. Eine High-End-Anlage. Achso, ich hab keinen Platz mehr. Das Zockerherz wird bedient. Was haben wir denn da? Robo. Oh, Bild. Ach. Schau mal einer, guck. Das ist hier von Nook. Ich wusste gar nicht, dass es hier Fotos gibt. Das war mir neu. So schnell wie die immer ausziehen, kriegst du doch kein Foto. Also generell sind die ganzen Lottogewinne unheimlich viel wert, hieß es bei der Ash. Also bei dem Punkteverteilsystem. Also nicht unheimlich, aber viel halt, ne? Die werden besonders. Ich dachte, das wäre einfach nur eine zufällige Auswahl, was hier so versteigert wird. Verlost. Ah, das Bild wäre ich jetzt ehrlich gesagt schon scharf. Die Robo-Anlage jetzt nicht unbedingt. Das sieht ja ein bisschen bäuchlich aus, ne? Also ein bisschen proper. Gleich sind die Lose alle. So ein Segel. So ein Segel. Stinkmäuschen.
Mark kann natürlich nichts verkaufen. Na, Robo-Anlage ist halt alles so grau-silber, ne? Das ist nicht wirklich eine Farbe. Claudi, mein Kind, du hast viel durchgemacht und es war nicht immer leicht, aber du hast immer dein Bestes getan. Ich wünschte, das würde mir einmal jemand sagen. Ich sehe viel fern, Mama. Hä? Also, ich wünschte, das würde mir jemand nur einmal so sagen. Okay. Ja, es ist immer ein bisschen zwiegespalten, wenn ich die Briefe lese. Ich weiß nicht. Schräg. So, wie macht man das? Den Tisch habe ich ja nicht, ne? Das ist ja der normale Tisch, oder? Ja, das ist der normale kleine Tisch. Ah nee, Holzsofatisch, das ist das Riesenteil. Das ist das Riesenteil. Genau. Couch, stell mal wohin. Die kann man dann auf den Tisch stellen. Platz dazwischen. Das ganze Grünzeug steht auch da, wo es soll. Gut. Das steht ungünstig. Weg. So, holen wir die Lampe weg. Dann holen wir das NES-Spiel. Das gibt ja auch wieder Punkte.
hier unten noch so rumfliegen? Das gibt doch auch noch Punkte. Kompass gibt Punkte, weil es Funkuliver ist. Aber da ist ja noch ein NES-Spiel. So, wenn ich das da hinpacke, dann kommt man noch dran. So, und ab jetzt verließen sie ihn. Jetzt wird es schwierig. Wo stelle ich denn jetzt noch? So, warte. Da kann ich noch was hinpacken. Da kommt man noch dran vorbei. Könnte ich dann noch hinter den Kompass was stellen? Zweimal sogar. Und das war's dann aber auch schon. Achso, ja, den ganzen kompletten Tisch. Tisch weg. Nee, das war jetzt nicht so der Plan. Ich wollte das hier wegmachen. Ja, hier der 22. Da habe ich verpasst. Was auch immer da passiert ist. Und am 25. habe ich erst gecheckt, dass ich das falsche Jahr hatte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich das mit Absicht gemacht habe oder nicht. Weil, wenn es ja ein Schaltjahr oder so irgendwie dazwischen wäre, dann führt es ja auch mit den richtigen, mit dem richtigen Wochentagen am richtigen, an der richtigen Zahl sein. Weiß der Geier, was ich mir da gedacht hatte. Weiß der Geier, was ich mir gedacht habe. So, ich mache mal den ganzen Gemüsekram hier mal weg. Kann ich ja nur mal nachkaufen. Das ist ja jetzt nicht so wichtig. Das kann auch sein, dass das von Gulliver ist. Keine Geige da drin? Ich habe einen Kontrabass, ein Cello und eine Laute. Und eine Gitter. Zwei Gitter. Ah, Tatsache, keine Geige. Keine Geige. Soweit ich das verstanden habe, gehören die zueinander, die drei. Kontrabass, Cello und Geige. Laute ist was eigenes. Und die Gitter hat auch zwei verschiedene, nee, drei verschiedene. Einmal da die Rockgitarre, die Country und die Folk. Und die Trommel. Da gibt es auch noch eine dritte. Ist das die, die da draußen liegt? Oder ist das jetzt doppelt? Conga. Djembe-Trommel. Ich glaube, die Conga habe ich schon drin stehen. Ah, ne, die habe ich nicht. Gut. Dann kommt die da hin. Ich meine, die drei, die gehören zueinander. Ich darf nicht rennen.
Gut. Jetzt wäre tatsächlich alles voll, ohne dass ich irgendwo nicht mehr hinkäme. Und wie soll ich das umdrehen? Obwohl, ist ja egal, ich bin Bildschirm. So, also hier könnte ich sozusagen noch zwei Dinge hinstellen. Die Musikanlage bzw. der einarmige Bandit könnte weg und anstatt des Vogels Achso, nee, das funktioniert. Nee, das klappert nicht. Kommt dann halt die Kuckucksuhr hin. Dang. Hier käme die Kuckucksuhr hin. Goldanlage ist gelb, bedeutet Glück auf dieser Seite. Also, warte mal, ich habe 6 Items, Schrank, Dings, 3, 4, 5, 6. So, ich meine, es wäre die richtige Tapete-Kombination, Teppich. Also ich meine, es wäre der richtige Teppich, aber... Die Tische würden auch richtig stehen in Rot. Fehlen dann noch 4 Items und ich weiß nur eigentlich die Kuckucksuhr, die dazugehören könnte. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, beziehungsweise wirklich nicht nachgeguckt, was da fehlt. Vielleicht ein Regal, okay, aber das war's dann auch schon. Da fehlen ja immer noch 2. Keine Ahnung. So. Die Konga-Trommel habe ich ja schon. Tisch kann weg. Der Holzsofa-Tisch zweimal. Das Taschentuch, weiß ich noch nicht, wo ich das hinpacke. Okay, Minisandplatz. Lauter habe ich auch doppelt. Ah ja, die Kakteen. Gut, das war's. Das ist alles, was ich dann wieder... Sonst sehe ich das nicht richtig. So. Das packe ich noch nach oben. Obwohl, ich strampel mich hier unten ab, aber wenn da oben das sowieso schon zählt, ne? Dann müsste ja eigentlich dieser Triumphbogen müsste ja auch schon jede Menge reinbringen, ne? Das ist ja auch ein besonderes Item.
Gehen wir mal den Frosch weg. Jo, ich hab keinen Platz mehr. Und der Frosch soll ein besonderes Item sein. Vielen Dank, dass du beim telefonischen Mediumdienst angerufen hast. Wenn du nicht fragst, machen dich Leute alles für dich. Eine tolle Chance. Nutze sie. Ja, wenn du nicht fragst, ist die Chance höher, dass die Leute was für dich tun. Das stimmt schon. Ich höre hier jemanden tappen. Da. Hallo, na du? Oh, was hast du für Hemd an? Das passt ja schön zu deiner Nase. Hey, du bist es, oder? Nun, der Abend ist noch jung. Lass uns die Nacht durchmachen, Baby. Also dann, Baby, was führt dich her? Was gibt denn so Neues? Man hat mir geflüstert, dass du eine Laute hast. Hey, stimmt das? Nach so etwas habe ich, glaube ich, schon lange gesucht. Also, Claudia, hör mal zu. Ich will sie haben. Ich geb dir dafür entweder meinen Schmuckteppich oder meine Blumentapete. Teppich. In Ordnung. Ich hatte mir schon gedacht, dass du den Teppich haben willst. Hier hast du den Schmuckteppich. In Ordnung. Ich habe jetzt eine Laute. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Ich habe keinen Platz mehr. Dann kann ich auch nicht wirklich auf die Mülldeponie gehen. Die wäre wahrscheinlich eh leer, weil heute ist Donnerstag, heute wird hier geleert. So.